Hallo, ich bin Carsten, irgendwo zwischen Mahl und Haltern. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Na, mittlerweile bin ich jetzt schon hinter Haltern auf dem Weg Richtung Dülmen. Ja, was habe ich heute vor? Und zwar ist das heute eine kleine Testtour, weil ich habe Pläne für nächstes Jahr im Sommer eine Radreise bzw. eine große Radtour mit, weiß ich nicht, ich schätze mal 7 bis 8 Etappen, und ja, mache dafür jetzt mal so einen kleinen Test, weil ich bin noch nie so eine große Tour gefahren mit Übernachtung im Zelt und so weiter und so fort. Und ja, ich habe jetzt ein paar Tage Urlaub, habe ich gedacht, ich fahre jetzt einfach mal mit dem Rad los, hab's bepackt, habe eigentlich viel zu viel Zeug dabei, aber ich wollte halt mal austesten, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, weil jetzt ist Herbst und im Winter, denke ich mal, werde ich die Tour planen. Das heißt, Strecke planen, Übernachtung planen und so weiter. Und von daher habe ich gedacht, okay, bevor du mit der richtigen Planung anfängst, machst du mal so eine Testtour, dass du auch weißt, dass das alles so funktioniert, wie du das vorstellst. Damit so viel Gepäck am Rad war ich vorher auch noch nie unterwegs. Habe jetzt auch das erste Mal Lowrider am Fahrrad. Die habe ich mir jetzt die Tage montiert. War eine ganz schöne Fummelei. Aber so habe ich jetzt vorne an der Gabel rechts und links auch noch 2 Taschen. Und so sollte es vom Platz her auf jeden Fall hinhauen. Ja, also der Plan für die heutige Testtour ist, dass ich nach Senden fahre. Da habe ich mir einen Campingplatz ausgesucht und na, morgen geht es dann wieder zurück. Bin jetzt gerade hier bei Dülmen irgendwo. Weiß ich nicht, Haus Dülmen wird da wahrscheinlich im Hintergrund zu sehen sein. Ich habe auf jeden Fall schon gut die Hälfte geschafft. Also geht doch ein bisschen schneller, als ich dachte, muss ich sagen. Naja, egal. Muss ich halt ein bisschen mehr Pause machen, weil so wie es jetzt aussieht, werde ich wahrscheinlich genau in der Mittagszeit da aufkreuzen. Muss ich mal gucken, dass ich gleich irgendwo mal ausgedehnt Mittag mache oder so. Ja, geplant habe ich die Tour diesmal wieder gar nicht. Habe einfach ins Navi die Adresse eingegeben. Jetzt schaue ich mal, also bis jetzt muss ich sagen, ist die Strecke eigentlich ganz angenehm zu fahren. Wohl teilweise an der Straße, aber immer mit dem abgesetzten Radweg, und das sind alles so kleine Landstraßen. Also das ist okay so.
Ja, ist eine richtig schöne Tour hier durch die münsterländische Landschaft. Ja, bis Dülmen kenne ich mich ja ganz gut aus, aber hinter Dülmen nicht mehr ganz so. Aber ist echt schön hier. Ja, jetzt kommen wir nach Hiddingsel. Da hört sich irgendwie nach Nordseeküste an. Ja, da hinten stand gerade schon ein Schild. Senden 4 Kilometer. Da bin ich ja schon fast da, Mensch. Ne, da muss ich jetzt erstmal gucken, dass ich noch irgendwo, wie sagt der Rainer immer, ein Tischle und ein Bänkle oder wenigstens ein Bänkle finde, dass ich nochmal ausgiebig Pause machen kann. Lohnt sich ja fast gar nicht mehr. Ach, schaut mal, was ich hier für eine schicke Hütte gefunden habe. Tisch, Bänke, alles da. Jetzt mache ich erstmal Mittagspause. Hütte wieder sauber hinterlassen, so wie sie war. Ja, ich habe es jetzt aber gar nicht mehr weit. Also Pause machen hätte sich eigentlich gar nicht mehr gelohnt. Aber da der Campingplatz jetzt eh Mittagspause gehabt hätte, wenn ich angekommen wäre, habe ich gedacht, dann mache ich lieber jetzt hier Mittag, bevor ich da irgendwo auf dem Parkplatz stehe. Hier ist eine schöne Hütte gewesen. Ich habe draußen noch ein bisschen in der Sonne gesessen. Ja, ich meine, Mittagspause ist immer noch, ja, hab noch eine Stunde Zeit, aber mal gucken, ich schaue mir gleich mal das Schloss an. Navi ist auch wieder parat. Ich würde sagen, dann kann es losgehen, ne? Guckt euch mal den Himmel an. Was für ein geiles Wetter heute. Alles richtig gemacht. Ja, das Schloss Senden ist im Moment eine große Baustelle. Es wird restauriert, aber muss ja auch mal sein. Ja, ich bin jetzt hier am Dortmund-Ems-Kanal. Das bedeutet, ich muss gleich da sein. Also Ortsschild Senden habe ich auch schon gesehen. Auf dem Navi 1,8 Kilometer oder sowas. So, heute gibt es Ochsenschwanzsuppe zum Abendbrot. Leider habe ich die Brötchen dazu vergessen, aber egal. Ja, guten Morgen. Hab schon gefrühstückt. Mein Fahrrad ist auch schon gepackt. Kann gleich losgehen, aber eine Roomtour habe ich noch nicht gemacht, darum zeige ich euch mal die Hütte, wo ich heute Nacht geschlafen habe. Ja, das ist dann jetzt hier diese Bikerhütte auf dem Campingplatz Kranenkamp in Senden. Ja, viel zu sehen gibt es nicht. Also hier sind zwei einfache Betten. Und unter den Betten gibt es jeweils noch zwei Klappmatratzen, so dass man hier notfalls auch zu viert drin schlafen kann, aber dann wird es auch schon eng. Ja, dann gibt es hier einen Tisch, einen kleinen Tisch mit drei Stühlen und einen Wasserkocher. Und na, dass das ganze Ding hier als Bikerhütte gedacht ist, das sieht man auch an den vier Steckdosen, damit auch die E-Biker
ihre Akkus wieder laden können. Ja, dann gibt es da noch einen Besen, einen kleinen Mülleimer und das war's schon wieder. Ja, und neben der Hütte gibt es dann hier so einen Fahrradparkplatz, wo man sein Fahrrad auch gerade hinstellen kann und vernünftig die Packtaschen drauf und eine kleine Grillhütte. Ja, dann mache ich mich mal langsam wieder auf die Socken. Noch spiegelglatt der Kanal. Ja, ich bin gleich zu Hause. Da wird es mal Zeit für ein kleines Fazit. Ja, was nehme ich mit? Also gemerkt habe ich so von der Ausdauer her und von der Muskulatur her ist das eigentlich kein Problem. Aber ich kann euch sagen, mein Arsch hat Kirmes. Also ich werde auf jeden Fall vor der langen Radtour nochmal die ein oder andere Tour mit dem Rad machen. Der Sattel ist ja auch noch nicht eingefahren, der ist nagelneu. Hat jetzt seine ersten, weiß ich nicht, 100 Kilometer auf dem Buckel oder sowas. Und das macht natürlich auch noch eine Menge aus, wenn der Brooks noch nicht eingefahren ist. Ja, auf jeden Fall macht schon auch mal Spaß mit dem Rad. Aber so ganz untreu werde ich meinem Rucksack nicht werden. Also Wandern macht mir schon noch ein bisschen mehr Spaß. Ja, da komme ich schon bei uns in Mahl aus dem Wald raus. Jetzt sind es nur noch ein paar hundert Meter, bis ich bei meinen Eltern bin. Ja, ich hoffe, euch hat meine erste etwas größere Fahrradtour ein bisschen gefallen. Mir hat sie auf jeden Fall gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.